Soeben hat mir jemand erzählt, dass die unechte Karettschildkröte, wie sich herausstellt, Caretta, 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 das ist ein Tier, das wie der Homo sapiens sapiens den Namen dreimal wiederholt, weil es auch noch Caretta, Caretta, Gigax gibt, dass also die Caretta-Schildkröte gleich hier ein paar Kilometer nach diesem einschneidenden Bucht am Hafen bei Nafplio am Strand abgesiedelt sich habe, um Eier zu legen. Jetzt hätten sie den Strand gesperrt und sie sei ganz glücklich über dieses Naturereignis, das doch hoffen ließe. Ich habe ihr dann von dem Blob erzählt und ihre Antwort war, ja, es ist ja klar, welche Bewunderung und welchen Respekt und welche Ehrfurcht man haben müsse, dass selbst auf dieser primitivsten Ebene des Lebens alles so schon von Bewusstsein und Komplexität und so weiter beseelt sei. Wenn man den Gedanken weiterspinnt, müsste man tatsächlich in Furcht erstarren vor den komplexen, phantasmatischen Zusammenhängen, Assimilationsgesetzen, funktionierenden Strukturen der einfachsten anorganischen Moleküle, dann zurück zur einfachsten organischen, dann zurück auch zu den anorganischen Molekülen und dann zur ganzen Kernphysik, wie sie immer schwärmen, wie präzise das in den physikalischen Gesetzen aufeinander abgestimmt sei, würde bei einer Konstanze nur 1% oder 1 Promille dieses ausgewogenen Gleichgewichts nicht stimmen, würde praktisch der ganze Kosmos zusammenbrechen und gar nicht existiert haben. Wir haben an anderer Stelle gesagt, das ist doch klar, ihr Erbsenzähler, denn wenn das anthropische Prinzip stimmt, dann hat sich eben all das herausselektiert, was nicht funktionierte, und übrig blieb immer nur die Spitze des Eisbergs dessen, das so präzise aufeinander abgestimmt war, dass es eben funktionierte und übrig blieb. Und dann könnte auch ein Dösart kommen und umgekehrt sagen, das beweist doch nicht von der wunderbaren Gutmütigkeit und Wohlwollenheit der Natur, sondern diese Wohlabgestimmtheit und diese Intelligenz und dieses Lernen und sogar vielleicht Erinnern schon auf den einfachsten Molekülebenen der sich schließenden Membransphären, zum Beispiel der Nukleinsäuren zum Beispiel, oder auch noch weiter zurück in die Formeln der Anorganik, beweist doch, dass das Natürliche nicht mittels Wohlwollen, sondern mittels Grausamkeit eben all das erprobt, selektiert, auslöscht, was nicht funktioniert, und nur das Wohlabgestimmte, das Assimilierte, das sich in die Fältelungen und in die Buchten und in die Kluften und in die Ausfranzungen einnisten könnende übrig lässt, was sich versteckt in den zerklüfteten Meeresfelsen, um wie die Muräne da herauszuglotzen und zuzuschnappen, wenn das kleine Karettchen vorbeischwimmt. Ich habe gelesen, dass irgendwelche Landschildkröten insgesamt 1 Million Eier legen. Oder wenn man 1 Million zählt, zumindest, dass dann am Ende der Reihe nach 10 Jahren gezählt ein Exemplar übrig bleibt und der Rest wird vertilgt. Gleichwohl ist die Schildkröte in fast allen Kulturen immer als mythisches, glückbringendes Wesen angesehen worden.
wird in der Mani als Kinderwiege benutzt, gibt bei den Sumerern das erste mythische Weltenbild ab. Auch bei den Indern die Weltenschildkröte, auf der dann die ganze Welt erst ruht und fortbewegt würde, gemäß dem Witz Christopher trug Christum, Christus trug die ganze Welt. Wo bitte hat Christopher seinen Fuß hingestellt?